Und herzlich willkommen zurück. So, wir sind irgendwo in, ja, Osten. Aha. Okay, ich habe schon jetzt keine Ahnung, wo die Dinger sind. Was soll ich hier machen? Nein. Kurz gucken, wo die sind. Ihr Handbuch ist ja wirklich... Was sein muss, muss wohl sein. Warte mal, oder soll ich... Halten Sie den Zauberstab still! Oh, passt schon. Oh nein, ich muss niesen. Sei stark, Alex. Ist alles in Ordnung? Wenn das Dorf sie geschickt hat, um mit mir über... Ich weiß, was ich zu tun habe. Es kommt nicht oft vor, dass man seinen Troll einschläfern muss. Ich muss das erst verarbeiten. Ihr Troll? Was meinen Sie damit? Ich dachte, deshalb sind Sie hier. Tut mir leid. Wenn man so viel Zeit mit Trollen verbringt, vergisst man seine Manieren. Ich bin Alexandra. Ich wollte nicht unhöflich sein. Da Renrocks Bande überall ist, dachte ich, das Dorf braucht besseren Schutz. Aber mein Plan ist nicht aufgegangen. Ich habe mich doch entschuldigt, als er gestern fast das halbe Dorf zertrampelt hat. Er braucht nur Zeit. Aber keiner kann ihn leiden. Sie finden es verrückt, dass ich einen Troll trainiere. Unmöglich sogar. Ich fürchte, ich muss Ihnen zustimmen. Trolle sind sehr gefährlich. Ich weiß. Ich weiß. Aber ich musste es versuchen. Ich verstehe ja, warum alle so besorgt sind. Wieso habe ich mir nur in den Kopf gesetzt, ihn abzurichten? Hätte ich nur von Barnabas, dem Bekloppten, gelernt. Aber mein Troll ist mein Problem. Ich will ehrlich sein. Ich habe Angst, dass ich ihm nicht gewachsen bin. Er ist stärker als andere Trolle, mit denen ich zu tun hatte. Wüsste ich nur jemanden, der das für mich übernehmen könnte. Was genau sollte der Troll für Sie erledigen? Ich wollte ihn abrichten, damit er uns beschützen kann. Ich hatte Mühe, ihm auch nur ein oder zwei Wörter beizubringen. Von Selbstbeherrschung ganz zu schweigen. Wer ist Barnabas der Bekloppte? Sie haben sicher den Wandteppich von ihm in Hogwarts gesehen. Im Korridor, im 7. Stock. Er hat angeblich versucht, Trolle fürs Ballett zu trainieren. Stellen Sie sich das mal vor. Das klingt nicht gerade verlockend, aber ich denke darüber nach. Oh nein, damit habe ich doch nicht Sie gemeint. Sie sollten das Gebiet südwestlich von hier meiden. Zumindest bis ich den Mut habe, zu tun, was getan werden muss. Und wieder habe ich vergessen, das Mikrofon anzuschalten. Hallo nochmal. Ich habe gesagt, wie dann plötzlich... Ein wilder Troll in der Nähe eines Dorfes? Das könnte verheerend sein. Plötzlicher Anfall von Zuschauerallergie. Das wollte ich sagen. Geh zur Trollhöhle. Okay, wo ist denn die? In der Richtung. Nee, da hinten lang. Ist ja ganz anders. Revelio.
Warte mal. Was ist das denn? Ich war zu schnell. Oh, hier haben wir eine Kiste. Oh, eine Höhle. Ne, das ist was anderes. Das hat schon mal nichts damit zu tun hier. Aber da ist doch was hier. Da oben. Oha. Oh ja, okay, ich weiß, was das Spiel will. Hey, warum geht er nicht weiter? Anstoßen oder was? Komm, ein bisschen schneller. Stein rollt. Nee, du sollst in die Richtung. Expelliarmus. Wingardium Leviosa. Und Rätsel gelöst. Da wäre Merlin persönlich stolz. Oh, also sollen wir gegen den Troll kämpfen, oder? Das wird spannend. Hier endet die Spur. Haben wir ihn aber gefunden? Du bist wohl Alexandras Freund. Oh. Alexandras Troll. Oh, 32. Wir sind erst 28. Ja, das wird schwer. Weil mich gewonnen schon. Och, shit, du. Was ist das für ein Scheiß, ey? Ich hasse diese Kack-Angriffe von ihm. Den kann es auch nicht ausweichen. Fick dich. Ich
Oh Mann, ey. Dass er uns immer trifft, ist kacke. Ja, klar. Fahr ich doch in seine Richtung aus. Das ist ein Heiltrank, der ist gerade verbraten. Ex. Tja, das war's. Du bist wohl Alexandras Freund. Was? Da? Nee, das machen wir nicht. Was? Greif mich aus der Entfernung? Wie ich wohl in so einem kleinen Dorf zurechtkäme? Ich hoffe, Sie haben meinen Troll gemieden. Dein Troll ist unbesiegbar. Was kann ich, was wollte ich hier eigentlich? Ach, der steht doch 25. Hat das Spiel jetzt runtergestellt von der Stufe oder was? Mann. Ne, wir machen das jetzt. Machen wir zurück zu Aufträgen. Was ist das? Die Familiengruft. Das war eben mein Ziel. Revelio. Okay, wir sind ins Haus eingebrochen haben. Gemieden. Huch, der mein Haus öffnet. Der Troll ist ja wirklich abartig gewesen. Wieder mal auf Abenteuertour. Revelio. Gemein. Wir brechen überein und klauen einfach den Zeug. Dann hab ich auch Hallo? Noch was gesehen. Hast du Zeit, mir bei einer dringenden Lieferung zu helfen? Du gehörst mir, der Miguel. Hallo, Homura. Na, der Lieferung ist ja wohl nicht schlimm. Und ein Demigeist war hier, das ist gut. Ist ja gerade Nacht. Wirkt wie ein nettes kleines Örtchen. Ja, Da oben ist was. Da oben auch. Gut, ich nehme mal die Klasse. Ich wäre sehr dankbar, wenn du mir und meinem Freund bei einer eiligen Lieferung helfen könntest. Von ihm an? Eddie, die Angriffe der Kobold-Rebellen auf Feldcroft werden immer häufiger. Es scheint, als würden sie nach etwas suchen, aber zumindest mir fehlt die Vorstellungskraft zu begreifen, warum sie unser kleines Dorf angreifen. Der Handel leidet jedenfalls darunter und die Menschen sind von Sorge geplagt. Feldcroft könnte momentan sicherlich etwas von deinem Optimismus und deiner Kreativität gebrauchen. Mir scheint es immer so, als hättest du die besten Ideen. Hallo? Hast du Zeit, mir bei einer dringenden Lieferung zu helfen? Also irgendein Vorschlag, mein Freund? Ich weiß nicht, wie viel länger Feldcroft durchhält.
Sie klingen, als könnten Sie Hilfe brauchen. Oh ja, kann ich. Gestatten, Eddie Thistlewood. Ein guter Freund in Feldcroft ist mit seinem Latein am Ende, denn Renrock und seine Anhänger greifen sein Dorf unablässig an. Daher habe ich 2 Kisten chinesischen Kaukohl geschickt, aber sie sind verschwunden. Sie haben Kisten mit Kaukohl geschickt? Gegen Renrocks Bande? Ja, natürlich. Ich kenne mich mit Pflanzen aus. Und ich glaube, dass die Kobolde durch die vielen wilden Pflanzen so genervt sein werden, dass sie Feldcroft einfach in Ruhe lassen. Könnten Sie die beiden Kisten ausfindig machen und ihren Inhalt an meinen Freund Bernard Ndiaye liefern? Ich kann meinen Laden gerade nicht verlassen. Warum sollten die Kobolde Feldcroft angreifen? Mein Freund Bernard sagt, dass sie schon eine Weile in der Gegend gesehen wurden. Er glaubt, dass sie etwas suchen. Aber in letzter Zeit sind sie aggressiver. Könnten Sie nicht einfach mehr Kaukohl anbauen oder kaufen? Das schon, aber das würde Zeit kosten. Zeit, die wir nicht haben. Denn Renrocks Schergen werden jeden Tag gefährlicher. Außerdem geht es ums Prinzip. Ich habe diesen Kohl angebaut und er ist außergewöhnlich. Wissen Sie, wo genau die Kisten sind? Soweit ich weiß, wurde eine südlich von Feldcroft gesichtet. Die andere soll südlich von Brockborough sein, in der Nähe des Flusses. Also gut. Ich werde Ausschau nach 2 Kisten mit chinesischem Kaukohl halten. Oh, danke. Ich werde Bernard Bescheid sagen, dass er den Kohl vielleicht doch noch bekommt. Was verkaufen Sie? Direkt mal Zeug verkaufen. Feldcroft wird garantiert viel sicherer sein, wenn es von diesem chinesischen Kaukohl verteidigt wird. Das klingt nach Ärger in Feldcroft. Vielleicht sollte ich helfen. Vielen Dank. Hoffentlich bis bald dann. Entführter Kaukohl. Wer hier wohl wohnt? Ja, das ist ja ganz woanders. Das ist eigentlich schon zu weit. Ich wollte die Gruft finden. Auf! Natürlich habe ich den Troll gemieden. Neumondstein, das ist gut. Kann ich immer wieder gebrauchen. Oh, hi. Eben kurz das Setting ändern hier. Dann nehmen wir mal den nochmal rein. Es ist scharf. Es ist scharf geworden. Da ist hinten ist was Riesiges. Seht ihr? Welch angenehme Überraschung. Ja. Ich glaube von der Richtung, da könnte ich hoch, oder? Ja. Ups. So. 1.
wäre das erledigt. Interessant, das Spiel hat mich gerade ausgeblendet bei der Umdrehung. Revelio. So, da hinten muss ich hin. Gehen wir mal ein bisschen außen rum. Oh, Knuddelmus. Sieht ziemlich dunkel aus. Aber das hat mich noch nie aufgehalten. Lumos. Dale Familiengruft. Na toll. Meine Füße sind nicht zu Rüben geworden. Guter Anfang. Revelio. Lumos. Geht doch schon wieder nicht. Ich drücke Gegner und nichts tut sich. Ein geometrischer Hausmann. Cool. Hier wohl klar, dass ein Kräuterkundler Teufelsschlingen benutzt. Lumos. Ich habe schon wieder einen Troll gesehen. Ich bin der Meinung. Wir sollten die Schwierigkeitsstufe reduzieren. Normal ist mir noch angenehmer. Also wenn ich jetzt schon Troll sehe, aber ich muss wieder zurück. Gegen den komme ich ja schwer irgendwie nicht an. Zumindest nicht ohne jetzt bessere Rüstung zu farmen. Revelio. Lumos. Lumos. Was wird damit auf sich? Revelio. Lumos. Ha. Ui, Boss, Bosswatcher. Toll, das darf nicht wahr sein. Na, sogar da habe ich auch gesehen. Das ist ja der Wahnsinn. Okay, das verringert meine. Das ist nicht gut, das machen wir nicht. Dann gucke ich mal, dass wir hier vielleicht noch den einen oder anderen Punkt mitnehmen können. Der Ufertroll. Dieser treu verstandene, geläufige Zaubergeste falsch und wütete durch ein kleines Dorf östlich von Hogwarts. Wir haben noch einen Talentpunkt, den können wir noch benutzen. Ja, was ist das hier? Stupor-Treffer verursachen direkten Schaden. Das ist nicht schlecht.
Dann nehme ich das. Er ist ja treu wegen des verflucht, wenn er mich angreift. Set. So, Troll ist weg. Kam ich von da oben? Ne, ich komm von da. Ah, da wäre das Spiel wohl, dass ich hin will. Ich gehe also erstmal hier oben lang. Auch weird hier. Revelio. Marmaduke hat jedenfalls mehr hinterlassen als nur Pflanzen. Lumos. Warte mal, das Feuer ist doch aus, ne?
Tatsache. Okay, das Feuer kann ausgehen. Dann ist es ein Rätsel. Wenn das aus ist. Revelio. Was haben wir denn hier für Zeichen? Vielleicht muss ja das Zeichen brennen. Incendio. Oder auch nicht. Das ist bestimmt ein Rätsel hier. Revelio. Und hier ist auch eins. Bombarda. Das ist falscher Zauber. Confringo. Man sieht von diesen Tastern auch gar nichts, ne? Also von diesen Steinplatten. Vielleicht muss das Feuer erloschen sein. Probieren wir es aus. Revelio. Dann weiß ich auch nicht weiter. Ja, mal gucken, wo ich lang soll. Ist der halben Weg auf dem Weg wieder vergessen. Irgendein Rätsel ist es schon. Lumos. Gut, was haben wir hier? Sarkophag. Das muss Marmaduke sein. Nett. Revelio. Schon wieder so ein Zeichen hier. Das sollte den Fluch umkehren. Hoffentlich. Geh ja wieder zumachen. Muss wirklich jedes Feuer aus sein hier. Das Lightning ist noch da, obwohl das Feuer aus ist. Mhm. Ist ja schon irgendwie auffällig, dass überall Feuer ist, ne?
Vor allem das hin da hinten sieht aus wie eine Tür. Schon wieder dieses Zeichen. Mal gucken, mach mal alles Feuer aus. Duke hat jedenfalls mehr hinterlassen als nur Pflanzen. Wurde jetzt hier nicht als Feuerquelle? Ich mache das mal alles aus. Gucken wir, ob sich irgendwas verändert. Ja, vor der Teufelsschlinge muss man sich eigentlich... Jetzt in Acht nehmen. Hier ist schon mal alles Feuer aus. Kann ja zum Rätsel gehören. Deswegen mache ich das. So. Habe ich aber so ein kleines Problem, dass ich so langsam nicht mehr weiß, wo ich alles war. Und das wird jetzt etwas schwieriger. Lumos. Was war das? Ist was kaputt gegangen? Bombarda! Offenbar passiert nichts. Wir können ja mal zu dem... Aber war ich da schon? Wir können ja mal zu dem Raum gehen. Mit dem Troll. Gucken, ob da jetzt was aufgegangen ist. Ich vermute mal aber nicht. Lumos. Oh. Ups. Das ganze Feuer auf, oder? Oh nein, das ganze Feuer ist an. Ach nö. Oh, das ist aber doof. Scheiße. Mann, ich hab sogar recht, guck mal. Bombarda. Okay, dann mache ich jetzt Folgendes. Weil, da ist doch... Come on, echt jetzt? Und da ist doch bestimmt irgendwas dran. Hm.
Okay, vielleicht aber auch nicht. Stellt sich wohl als nichts heraus hier. Meine Fresse. Bombarda. Naja, da habt ihr jetzt mal einen Tod gesehen. Oder ist das von später von Belang? Also. Irgendwie ist das doch merkwürdig. Samantha wird froh sein, dass das Wappen zurück an seinem Platz ist. Ich hoffe, es hebt den Fluch auf. Ach Gott. Warte mal, ist ja 1200 entfernt. Nee, das ist Poppy da hinten. Ey, vielleicht können wir jetzt den Troll besiegen. Ups. Wie ich. Wie ich. Wie ich. Warte mal. Hä? Achso. Interessant, die Kugel steht nämlich jetzt wieder da oben. Das hat mich gerade ein bisschen verwirrt. Du bist wohl Alexandras Freund. Nein, machen wir nicht. Ist ein vorprognostiziertes Game Over, wenn ich das mache. Ich würde sagen, wir fliegen noch zum Raum der Wünsche. Vor allem, weil es meine letzte Session des Tages gerade ist. Letzte Session ist die einzige. Hier muss das Astrolabium der Familie Pinch-Smedley sein. Faszinierend. Okay. Das sieht nicht ganz so aus wie im Film, ne? Nicht so ganz. Zum Raum der Wünsche gehen. Der will mich wirklich darum leiten.
So, habe ich aber keine Lust zu spielen. Ich gehe jetzt hier lang. Ich würde sagen, wir können im Uhrturm hier nochmal was erkunden. Wir können diese Schlösser öffnen. Alohomora. Vor allem, das ist noch eins. Die Sonne blendet schön. Kann ich das anhalten? Ja, Tatsache. Jetzt geht die Uhr falsch. Lass mich ran, das ist auch ein Rätsel, ne? Ob es eine Errungenschaft gibt, wenn man den genau in der Mitte anhält? Hält aber ganz schön lange, ne? Ich kann den Zauber nicht auflösen. Ja, jetzt. So, mal gucken. Ach, daneben. Naja, gut. Schluss mit dem Spiel. Revelio. Aber nettes. Hi. Aber nettes Gimmick. Revelio. Ist ja verfolgte Kammern hier haben. Und es geht einfach noch hier höher. Ah, hier sind wir, hier waren wir schon mal. Hier kamen wir lustigerweise von der anderen Seite. Das ist kein Oh, guck mal. Deswegen gehen immer zu. Okay, der muss bei diesem Zeichen halten. Arresto Momento. Deswegen bewegt sich das auch noch ein Stück, wenn man Zeit genug hat, da hinten hinzukommen. Achte mal drauf. Gar nicht so einfach. Der Zauber deaktiviert sich sogar, sobald ich. Jesus. Arresto Momento.
Revelio. Jetzt bloß wieder raus, sonst komme ich nicht mehr raus. So weit, so gut. Unten war, ganz unten war auch noch eine Tür. Boah, wo ist das Zeichen denn? Kann ich da durchschießen? Arresto Momento. Das muss ich zielgenau treffen hier unten. Dieses Zeichen ist es. Revelio. Ach so. Das ist ein Augentor. Die Uhr hat so eine ganz komische Auflösungserscheinung. Arresto Moment. Revelio. Ach, ich habe die Uhr auch angehalten. Ha. Daher kommt das. Wie das sich. Die Musik hört sich echt fast an wie aus dem Kinofilm. Okay, ich gehe nochmal ganz nach unten. Warte nochmal, der Weg nach unten. Hier, ne? Kommt bestimmt irgendwie runter. Wenn der Winkel hoch genug ist, dann kann man runterspringen. Ah, die Türen bleiben auch auf, wenn man die gelöst hat. So, hier unten und ich glaube da, genau. Was haben wir da denn für ein Zeichen? Das Einhorn. Ah, ganz links, okay. Arresto Momento. Ja, nicht mal annähernd. Volltreffer. Revelio. Sehr gut. Das Geheimnis wäre gelöst. So, ich kann kaputt machen, warum ich kann einfach durchgehen. Und noch ein Schloss.
schnell. Entweder im rechten Winkel oder gerade in Linie oder hintereinander. Revelio. Okay, wo haben wir dich denn? Lumos. Das ist irgendwo draußen. Revelio. Ist er gerade durch mich durchgegangen? Lumos. Von diesen Spiegeln gibt es auch bald nicht mehr so viele. Ob es mehr Schnee gibt, wenn man hier weiter in der Story vorankommt? Da bin ich mal gespannt. Wo sind die denn gelaufen? Revelio. Wo geht's denn da lang? Ach, nirgendwo. Ist irgendeine Treppe, die hier einfach da ist. Hm. Oh, mein Cape hat sich gerade reingeklippt. Auch nicht schlecht. Wenn ich mir so auf die Uhr sehe, ich habe nicht mehr viel Zeit. Revelio. Was haben wir denn da? Ach, da ist noch eine Tür offen. Revelio. Hat sie erledigt. Wo geht's hier eigentlich lang? Ach ja, hätte ich wissen müssen, ne? Hätte ich ja wissen können. Von beiden klingt, sieht das noch lustiger aus, wie ihn verprügelt. Revelio. Da oben ist auch noch was. Huch, wo kommt der Nebel her? Ach, hier sind wir. Warte mal, jetzt können wir... Das Glockenrätsel können wir machen. Alohomora. Ich höre sie nicht. Doch. Okay, müssen wir die Glocken mit
wieder da oben hin? Hast du wäre geschafft. Das ist zumindest einer. Ist ja ganz schön gedunkelt. Ist aber eine fehlt noch. Ist die? Ah, hier ist sie. Wingardium Leviosa. Ja, jetzt habe ich alle, ne? Wahnsinn. Wir hätten das Rätsel gelöst, ne? Auslösen kann. Revelio. Ist auch toll. Und hier ist das Musizierzimmer und stell dir vor, plötzlich gehen die Dinge los. Naja. Machen wir beim nächsten Mal weiter. Ich danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.